Halo guys, balik lagi ke channelnya. Okay. Jack Mouse Fly. Hey, menahan. Okay. So hari ini hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019. Kita akan melakukan tahap pertama dari serangkaian proses yang akan kita hadapi untuk melakukan proses bayi tabung. Jadi hari ini kita akan ke dokter dekat rumah. Behind their arts, pressure arts. There is kind house art, or eh? No, art. Urologe. 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 Urologi. Urologi, kalau ya. Bahasa Indonesianya. So, sebenarnya 2 tahun yang lalu setelah kita menikah itu kita udah pergi ke dokter ini juga. Terus kita sudah sampai malah ke Munster di pusatnya. Lalu memang disuruh sama dokter untuk melakukan proses bayi tabung karena ada suatu hal yang sulit untuk dijelaskan saat ini. Suatu saat nanti akan saya ceritakan kenapa kita melakukan proses bayi tabung. So, dan waktu itu aku masih positive thinking bahwa kita masih bisa kok pasti mempunyai bayi secara normal gitu kan. Tapi setelah 2 tahun menanti ternyata belum dikasih sama Tuhan dan akhirnya aku pikir okay, kita akan lakukan proses bayi tabung mumpung umurnya Stefan belum 40 tahun. Jadi kita sih rencananya selain melakukan bayi tabung kita juga pengen mengadopsi anak. Nanti satu anak dari Indonesia, satu anak dari Jerman. Jadi kita nanti rencana mau punya 3 anak gitu. Ini gak jauh dari rumah, cuma 15 menit jalan kaki aja. Oke, sampai jumpa nanti guys. Aber später, oder? Ja, erst muss ich mal wieder das. Also, meine Frage ist, warum müssen wir erstmal zu Urologe, Urologe gehen? Zum Arzt. Wie meinst du das jetzt? Bei Urologe, warum wir zum ersten Mal zu ihm gehen? Wo wir jetzt erst zum Urologe gegangen sind? Ja. Bei dem Urologen war ja gewesen, damals. Damals habe ich ja einen Test dort gemacht. Ja. Und sie haben gesagt, der Test war negativ, ja? Was bedeutet negativ? Nicht gut. Du bist nicht gut? Ich bin nicht gut, genau. Und da hatte der Mann gesagt, wenn er zur Operation hingehen müsste, das können sie nicht da machen bei den Arzt. Siehst du ja, die können nur Medikamente verschreiben. Dann musst du zum Krankenhaus gehen. Okay. Und für ein Krankenhaus brauchst du erstmal eine Bescheinigung von dem Arzt. Aber normalerweise in Deutschland muss man, wenn wir für Baby machen, beim Arzt möchten. Zuerst musst du zu deinem Hausarzt gehen. Das allererste. Ah ja, yang pertama adalah Hausarzt. Tapi kita udah, wir waren schon da. Genau, beim vor Hausarzt. Vor 2 Jahren waren wir da gewesen. Ja. Der überweist dich zu einem Urologen. Ja, okay. Jadi tahap pertama adalah kita ke klinik terdekat dulu, Hausarzt. Habis itu dari Hausarzt kita ditransfer atau kita di dirujuk ke Urologe. Und dann? Genau. Und dann schaut der Urologe nach, ob er was machen kann. Ja. Wenn er nichts machen kann, dann kommst du in Krankenhaus. Okay. Unser Urologe kann nichts machen, hat er ja gerade wieder gesagt. Er hat sich das angeschaut, bla 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 bla. Ja? Und hat gesagt, ja, da kann ich nichts machen, dann wäre es besser, ich sie wieder nach Münster schicke. Und jetzt geht es wieder von vorn los in Münster. Müssen wir wieder runterfahren mit dem Termin und das gehen und dann wieder bla bla bla. Deswegen müssen wir normal erst Hausarzt. Oder Urologe. Dann Urologie. Dari Urologie nanti direkomendasi lagi atau dirujuk lagi ke Rumah sakit.
wenn der nichts machen kann mit Medikamente, wenn der mit Medikamente nichts machen kann, dann geht es weiter zum Krankenhaus. Und da wird dann operiert. Nanti dia akan dioperasi, diambil spermnya. Ya. Ya, terus nanti dicek dulu spermnya dia kayak gimana kualitasnya, barulah giliran aku ke Frauen Arts untuk ya, dicek telurnya atau ada sesuatu kan di dalam tubuhku ini begitu. Tapi kalau aku belum pernah ke Frauen Arts, jadi suatu saat nanti akan jadi yang waktu pertama kali aku bakal datang ke Frauen Arts begitu. Ih, panas. Panas. Ini samping ini rel kereta api, guys. Wolltest du was essen? Nein. Nein. Ich möchte Melone essen. Und wenn arbeiten. Wenn ich schon beim Frauenarzt bin. Und dann was? Du auch so ein Zettel und den Zettel muss man dann da wieder auch bei dem, wo ich dann hingehe, nach Münster. Achso, so Kinderwunsch. Weil ich werde operiert und das bei mir wird dann bei dir. Von dir, dein Sperm und meine Eier. Ja, es geht ja nicht, dass nur ich operiert werde und bei dir dann nichts ist. Ja, natürlich. Das muss ja bei dir auch geheim. Das war schon, ich habe schon nachgeschaut, deswegen habe ich gesagt, vergessen war das, ja. Ich habe nachgeschaut über Baby. Ja. Bitte. Und dann kriegst du Spritze. Ganz viele Spritze. Ja. 1 Million Spritze. Was ist das, Schätzchen? Das hier sind Pflaumen. Achso. Und das ist ein Smart Roadster. Aber du. Ein Smart Bilona haben möchte. Terus nanti abis itu meine Eier, Sperm und dann gehen zusammen. Sie treffen sich. Irgendwo. Beim Doktor treffen die sich. Und der Doktor macht mit Brille, mit Spritze und Pinzette. Aber bitte. Oh. Kann auch Zwillinge. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als dass Zwillinge werden. Zwillinge tuh kembar. Semoga kembar. Amin. Dann ist Lona nicht so, dann ist Lona so. Ya. Semoga kembar. Jadi doain ya, guys. Semoga berhasil program bayi tabung kita. Und dann krieg ich 10.000 Euro von Lona. Wieso? Spiel des Lebens. 5.000 Rucken. Zack. Das ist nur ein Spiel. Obwohl, du kriegst ja auch Kind, muss ich dir dann auch 5.000 geben, 10.000. Haha, aber Deutschland gibst du, Deutschland gibt dir wieder Geld. Deutschland gibt Kinder, Geld. Kindergeld. Nicht viel, aber gibt Kindergeld. Aber Kindergeld für reicht. Mich, Hauptsache ist Baby. Wir haben Baby. Und gesund. Ja, und das Baby ist gesund, oder die Babys sind gesund. Oh. Ich hoffe, Schwillinge. Ein Junge und ein Mädchen. Dann wird unser Leben perfekt. Und dann müssen wir wieder auch adoptieren von arme Kinder. Ini buah bisa dimakan, guys, tapi aku enggak mau makan karena ini bisa dimakan nih buahnya, nih buah. Tapi aku enggak mau karena asam. Asam seperti kata-kata Stefan. Oke, guys, gitu aja. Doain ya, guys, semoga program kita berhasil. Jadi nanti udah ada hasil. Stefan Mini dan Lona Mini. Lona hasil. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Pokoknya setiap step by step kita bakal bikin video untuk kalian. Kita mau kemana-kemana nih, oke? Okay? Bye! Terima kasih, dadah!